Hallo, I'm Magnus Larsson. 45 Jahre alt und die Vorhand lässt sich immer noch sehen. Der Schwede Magnus Larsson, als Tennisprofi aktiv von 1989 bis 2003. In seiner Karriere gewann er insgesamt 7 Einzeltitel. Nicht umsonst erreichte er 1995 den 10. Platz auf der Weltrangliste. It means a lot. Für mich bedeutet Tennis eine Menge. Ich spiele, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Einer seiner größten Erfolge war der Grand Slam Cup 1994 in München, bei dem Larsson gegen den Weltranglisten-Ersten Pete Sampras gewann. Für den Routinier aber kein Grund zur Aufregung. Every tournament you win is a Jedes Turnier, das man gewinnt, ist ein Gefühl der Genugtuung. Grand Slam in München, Davis Cup oder irgendwie als 10-Jähriger. Das macht keinen Unterschied. Um sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, müssen die Herren über 40 des Tennisclubs SCC aus 6 Matches den Gruppensieg erlangen. In dieser Gruppenphase nimmt Larsson zweimal den Schläger für die Charlottenburger in die Hand. Sie gewinnen übrigens am Samstag alle 9 Spiele gegen den ersten Gruppengegner, die Zehlendorfer Wespen. Somit die erste Etappe in Richtung Qualifikation geschafft. Larsson selbst stellt seine Qualitäten beeindruckend unter Beweis und gewinnt sowohl sein Einzel mit 6:2 und 6:1 als auch sein Doppel mit 6:2 und 6:3 sehr deutlich. Also war ein tolles Erlebnis. Gegen solche Leute spielt man natürlich nicht häufig und Magnus Larsson ist natürlich auch eine ganz große Nummer im Welttennis. Und da ist es keine Schande, gegen die ehemalige Nummer 10 der Weltrangliste zu verlieren. Sich den 1,93 Meter großen Schweden überhaupt leisten zu können, ist jedoch nicht ganz so selbstverständlich. Wir haben glücklicherweise einen Privatier, einen guten Freund vom SCC, der bereit ist dazu, uns da so ein bisschen zu unterstützen. Ansonsten könnte man sich so einen Weltklasse-Spieler im SCC gar nicht leisten. Weltklasse ist ja auch heute noch der Magnus Larsson. Und wenn es nach ihm geht, wird sein Schläger noch lange gequält. Welcome to Berlin. I'm playing here and enjoying it a lot.